Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge OMSI 2 heute aus Gerolstein. Die Karte, die ja die Woche im Weihnachts-Adventskalender drin war bei OMSI Webdist. Und ja, wir dürften eigentlich gleich schon abfahren, weil lange dauert es nicht. Genau, Startpunkt ist Comeniusstraße. Und ich bin mal gespannt, wie das da ist. Ich hatte gerade paar Minuten Zeit gehabt, den Bus vorzuheizen, also es wird nicht wirklich viel dabei sein. Wie immer, die M1, also 801, ja, ihr kennt es ja mit den Sonderzeichen, aber was ich schön fand, was schön finde, ist das hier. Diese Busse. Also ich bin auf jeden Fall richtig schön dafür und ich glaube, da machen wir mal kleine Cover draus. Einmal von mir, einmal von ihm. Na, ihr zwei Tanten hockt auch schon da. Ja. Es fehlen ein paar Busse, das hat er mir angezeigt. Aber alles andere sind wir da richtig schön stadtklar. Ja. Die 801, die erste. Bin mal gespannt, wie es wird. Es regnet. Ich werde mal heute erstmal keinen Schnee fahren. Aber ich werde danach noch eine zweite Folge noch aufnehmen. Ja. Also ich weiß nicht, wie die Linie geht 20 Minuten. Und dann schauen wir einfach mal. Aber ich finde auch hier einfach sehr, sehr, sehr schön das Ganze. Also da werden wir uns mal ein paar Sachen auf jeden Fall mal angucken. Nicht nur, da ich einfach mal durchfahre. Wie immer. Aber Kollege, du musst langsam weg. Jetzt fahre ich in dich durch. Dann ist das halt eben so. So, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Fahrt. Gerolstein, ich glaube, ich habe die jetzt auch für den BBS gekauft. Gott, da will keiner mit. Abfahrt. Ups. Ja, dann bin ich nochmal gespannt. Ansagentechnisch. Okay. Ja, da sind wir ein bisschen zu weit vor, mein Freund, ja? Immer dieses IBIS-System, ey. Also da stand schon in der Werkstatt, der wurde schon dafür gerichtet, aber von wegen, ey. Von wegen. So, auf jeden Fall ist es die 801 Route 03 Comeniusstraße, Würzburger Hallo, Straße. Moin, moin. Jawoll. Oh, es gibt sogar eigenes Danke. Ticket. Schön. Ja, es klappt, aber es sind sehr viele neue Texturen bearbeitet worden, ne? Habe ich irgendwo das Gefühl. Das gefällt mir aber. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was wir da noch kommen. Ja, da werden wir die Woche auf jeden Fall ein bisschen Gerolstein rumfahren. Mit dem Bus, das habe ich, also wie gesagt, ihr wisst, ich will den Cetra hier noch für den Betrieb kaufen. Aber das Problem ist leider, dass, Hallo. Ja, einmal die Karte. Danke. So. Ja, aber gerne doch. Das will ich. Dankeschön. Geld, genau, ich gib mir. Ich hätte gerne Schüler. Geld, genau, gib mir Geld. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja, gerne doch. Rein in die Kasse. Ja, bitte. Dankeschön. Mach mich feucht, mach mich fröhlich, gib mir euer Geld. Ich bin knüllig. Ach, wie schön. Genau, den Cetra 415 V2 wollte ich mit reinnehmen, dass wir da ein bisschen noch was anderes fahren. Gerade jetzt hier dafür. Und, ja. Deswegen. Ich weiß, alle werden jetzt die Gerolstein-Karte fahren. Alle werden sie zeigen. Sie funktioniert auch gerade im BBS.
Wie gesagt, für 3000 habe ich sie 2700 für bis Ende des Monats. Das heißt, ich habe 4000 draufgezahlt für den Betrieb. Und deswegen, ja. Hoffen wir mal, dass wir da unser Spaß haben. Das Repaint an sich, gut, ein M1 haben wir jetzt zwar nicht so groß vertreten, aber ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht dann auch so im Städteverkehr oder Stadtverkehr AG in dem Busbetrieb, dass wir dort da ein wenig das Ganze fahren können. Mit einem MAN. Also ich habe mir die Redmiete durchgelesen und performancemäßig läuft sie wirklich gut, muss ich bis jetzt sagen. Gut, außer jetzt die KI. Ja. Da hat er mir 32 Fehler angesagt, aber hey, wenn du die Busse nicht hast, dann kannst du auch nicht fahren. Hallo. Einmal normal, bitte. Ja, aber gerne doch. Danke. Viel Spaß. Wir sind übrigens ein neuer Busbetrieb. Aber da freue ich mich doch schon wieder, wenn ich einen Dienst machen darf. Aber gerne. Die Ansagen könnten nur etwas... Ich weiß nicht, ob die jetzt lauter sind. Aber wie gesagt, Freunde. Und das geht jetzt direkt an den Erbauer der Karte. Vielen Dank für dieses schöne... Oder für das Team. Ich habe es mir durchgelesen. Das ist ja schon seit einem Jahr oder so. Bei der Redmi-Datei. Vielen, vielen Dank für so eine tolle Karte. Für so ein tolles Erlebnis. Und vor allem. Danke. Für Hallo. Das Geld. Dankeschön. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Ja, gerne doch. Dankeschön. Einmal gucken. Ja, gerne. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag. Dankeschön. Ja, genau. Nicht labern, weitergehen. So. Und, ja. Schön idyllisch. Und gerade diese Bäumchen hier, das sind so Kleinigkeiten, ja, was einer Karte Ambiente einfach durchgeht. Ne? Also ich finde es richtig schön. Auch die kleinen Details sind wichtig, wie diese, ja. Oh, 30, ja. Ach, lass mal laufen. Linienverkehr frei, ich lieb solche KI, ja. Pech gehabt, KI, habt ihr jetzt gelitten. Nur die Schönsten kommen hier durch. Und Erich würde wieder sagen, mich drauf angucken. Wie? Nur die Schönen? Ja, nur die Schönen, ja, der wird mal die Hand klatschen. Ja, ich hab so einen komischen Tick, das nennt sich Erich und der Herbert, ne? Wenn ich doch ab und zu mit meiner Freundin auf der Couch bin, ne, und dann. Hier kommen so komische gestrickte Socken, wo Augen drauf gepinnt sind. Da lacht sie sich immer so kaputt. Nach dem Motto. Und, ja, da kommen die besten Sprüche, ey. Selbstgebastelte Fingerpuppen. Ich weiß, gleich gibt's wieder ein Dislike. Naja, was soll's. Aber schön. Ja, Hohenkirchen steht ja auch noch auf der Liste. Die Aufnahme werde ich direkt dann danach noch machen. Und dann ist direkt eine kleine... Ich weiß, ich habe gesagt, was wir streamen, das nehmen wir auch auf. Das bin ich auch so. Aber gerade wegen Hohenkirchen, dass wir da noch ein bisschen auch noch was reinkommen. Sollen ein bisschen auch ein bisschen die Abwechslung reinmachen. Und das ist das, was ich auch bei OMC 2 momentan auch anstrebe. Pro Tag immer eine andere Karte zu fahren. Und, aber dafür müssen wir auch dementsprechend das ganze Geld da auch reinfahren. Warum ich das Ganze nicht einfach so offline fahre, ohne BBS, die meisten Freundschaften, also gerade das Thema OMSI-Community ist ja schon weit verstrickt, aber ich finde es jetzt nicht irgendwie, dass irgendwelche nach dem Busbetrieb Freundschaften draufgehen. Ich habe gesagt, hey, ich könnte jetzt auch in 20 Busbetrieben sein, sag aber, hey, pass auf, so und so sieht's aus, ja. Wenn halt eine kleine Inaktivität halt dran steht, dann hat es ja monatlich nur damit zu tun, wenn man mal ein anderes Thema hat oder
Man sagt einfach noch Bescheid. Mehr ist es ja nicht. Guten Morgen. Moin. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Schön. Mehr ist das ja nicht. Ja, und deswegen, dafür stehe ich auch mit meinem Betrieb ein, denn wo ich Justin habe. Wenn er Zeit hat, fährt er. Wenn nicht, fahre ich halt mehr. Ich habe die Zeit dafür. Ich mache es auch gerne. Ja, und gut ist. Aber deswegen jetzt zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, dass wir Freund sind, das ist ganz schön kindisch, das Verhalten. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich so im Stadtverkehr AG in so einem Betrieb so gut reingerutscht bin. Wie gesagt, Tobi, an dich, schöne Grüße. Und, ja. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Jupp. Dankeschön. Eine kommt schon ein Kollege. Ein Fahrschein, bitte. Jupp. Eine Tageskarte, bitte. Morgen. Ich hätte gerne einmal Schüler. Danke. Bitteschön. So. Das ist der, wo im Betriebswert fährt, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. So, mal die Türen mit der Freigabe. Alles klar und tschüss. Und weiter geht's. Naja, vielleicht fahren wir nochmal mit zum 407, ne, darum. Aber jetzt ist er bei Rhein-Silber-Gold ist er mit drin. Und, ja. Wir haben zwar nicht alle Busse, die wir haben. Wie gesagt, wir brauchen viel, viel Geld für den ganzen Kram. Und, ich arbeite auch sehr bemühen daran, diesen Betrieb am Laufen zu halten mit dem Justin. Ja, ihr wisst, ich habe auch schon mal angekündigt, dem Justin geht es nicht gerade gut. Möchte aber gerade auch mal verlinkt sein. Und, das schöne Grüße ist, ich schreibe bei uns im Discord zwischen uns immer ein kleines Update, was so war, was wir geholt haben. Ich meine, der sieht es zwar auch am Fahren. Hallo Justin. Naja, aber wie gesagt, dementsprechend muss es ja auch mal so sein. Ne? I love it. I love it. So. Von euch, liebe Zuschauer, muss ich auch mal die Frage stellen. Wir hatten hier gebowlt. Wer konnte sich denn da nicht beherrschen? Wer hat sich denn da nicht... Ja, Digga. Ach, krieg ich dich irgendwo dazu oder fliegst du gleich ab? Hab ich, kann man es im Bild haben? Oh ja, das passt. Erwischt. Dann gibt's wieder was für die Omsi. Für die Omsi-Gala. Meine Lieben. Ja, wenn ihr mich regelmäßig sehen wollt, checkt doch einfach mal bei mir Twitter, Facebook, gerne auch meinen Twitch-Kanal ab, Batalo / also Twitch / Batalo 89. Da werde ich jetzt auch wieder, oder bin ich regelmäßig on. Würde mich freuen, wenn du auch du mal vorbeischaust. Und ab nächstes Jahr, kann ich jetzt schon mal sagen, wird YouTube auch mit reinkommen, dass wir da live mit Twitch und YouTube quasi dann streamen. Na, dann nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Video werde ich dann auch weiterhin so machen, dass ich quasi alles aufnehmen werde während der Fahrt. Aber Hallo. Die Livestreams so zum Veröffentlichen an Cut. Ja, mag ich sie noch in die OMSI 2 Playliste mit nein oder nicht? Da bin ich gerade noch etwas am Überlegen, weil es wäre zwar schön, klar, übersichtlicher wäre das Ganze mit einer schönen Season von wann bis wann, aber ich sage immer, ja, es sind halt Folgen, die wir fahren. Die, wo halt was vorstellen, ist toll. Ich habe eigentlich nur die Karte geholt, um auch so fahren zu können. Hoppala. Dann fahrst du dann auch quasi vor Ort. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Laderuckler. Ja, das ist aber normal, weil es fehlt was. Oh, es fehlt nichts. Schön. Kurz gesagt, wenn OMSI das einmal macht, dann hört es auf zu laden. Das ist halt so die Kunst dahinter. Aber der Fahrplan ist auch ganz schön stramm.
Weil man gerade beim Römer-Express, Gletscher-Express ist, ne? Guck mal. Fahrt mal die Tür zurück. Oh, bim, bim, bim. Schön. Skrön, lass rollen, Digga. Ich wollte schon wieder bremsen. Ja, genau, da vorne fällt nämlich auch schon wieder die Werbung. Ja, und da Warnblinker rein, dass die KI stehen bleibt. Auf. Na, wen haben wir denn da? Ach, immer noch der eine mit seiner Betriebsfahrt. Danke. Ah ja. Paparazzi ist auch schon wieder unterwegs, ne? Ich meine, wir haben extra schon 85% Abteil, dass du abgibst von deinem Anteil. Aber dafür, dass wir halt auch schneller die Busse bekommen. Deswegen, ja. So, ja. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video auch pünktlich um 11 heute rausbringen kann. Wenn nicht, dann habt Gnade mit mir. Jawohl, 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 der 405er, der 407er dahin, der kommt, der folgt uns auf jeden Fall. Morgen. Moin. Einmal Tageskarte. Jawohl. Danke. Also hier kriegst du richtig einmal gut Geld. Danke. Hoppala. Es sieht so schön aus, ey. Alles BW-Werk, ja? Ja. Nächste Haltestelle. Gerolstein, Zentrum, Rathaus. Umstieg zu den Stadtbuslinien A, C, E, G und den Regionalbuslinien. Sehr verehrte Fahrgäste, ich denke, wir machen dann 5 Minuten Pausen, da ich meinen Kaffee holen kann. Ne? Dann können wir dann weiterfahren. Kaffeepause so an die halbe Stunde. Ne? Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihr Kaffeebauer. Ja, Bus. Da vorne ist nämlich gerade ein Bus gefahren, deswegen muss er gerade ein bisschen nachladen. Das schneide ich auf jeden Fall nicht raus, auch wenn es ein bisschen unprofessionell scheinen mag, aber gerade die Fehler, die dann da erscheinen, können wir dann nämlich auch dann nämlich nutzen. Perfekt. Und noch eine... Oh, die gucken wir uns aber gleich mal an. Ja, Kurzstrecke bitte. Würzburger Straße. Sofort, oh, ist nicht schlecht. Einmal normal, bitte. Jo. Dankeschön. Ach, das ist ein Citybus. Stadtverkehr. Ja? Danke. Interessant. Den Kollegen halte ich irgendwie da hinten auf. Das will ich natürlich auch, ne? Aber was soll ich machen? Halt. Ein Rathaus dann auch bestimmt nur Donut-Lord, ne? Die essen. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. War das absichtlich? Freunde, falls euch das Video anguckt, ne, sagt deine Karten das Update mal da Bescheid, dass sie da Bescheid wissen, ne? Vielleicht gibt es ja noch einen Fix, das kann nämlich auch sein. Warten wir halt mal gerade, aber ich werde auf jeden Fall mal da Bescheid geben. Und genau. Halt weiter vorne.
So. Weiter geht's. Ja, wenn ihr dann das Video dann hört und anseht, ganz kurz noch zum Ablauf für den Stream heute. ACC fällt heute aus. Die Server sind down, die sind schon heute Abend down, also kann sein, dass um die Uhrzeit, jetzt wo ihr gerade das Video wieder anseht, auch sein kann, dass sie wieder online sind. Wow. Ihr Lieben, ich weiß, ich habe gerade voll in die Ansage reingebabbelt, aber genau. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen was gucken. Und deswegen wird man dann heute wird mal schauen, was wir fahren. Ich habe jetzt noch keinen großartigen Plan. Deswegen nutze ich mal gerade auch die Zeit, dass ich noch die Omsi-Folge aufnehmen kann. Und moin moin. Guten Morgen. Einen normalen Fahrschein. Gerne. Bitte. Schön. Oh, guck mal, kommt ein Berg. Knallgas. Was, eine Minute schon Verspätung? Knallgas. Und rollen lassen. So. Hier mal raus, hinten will niemand, gut. Hallo. 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 Ich hätte gern eine Tageskarte. Und das hält auf. Aber egal. Guten Tag. Einmal Schüler, bitte. Frage ist jetzt, ob sie noch mit einer anderen KI kompatibel sind, ne? Backe da hinten geht uns immer noch hinterher. Junge, Junge, Junge. Abhauen hier. Ich hab Angst. Ein Kollege jagt mich da hinten. Ein bisschen weiter vor. So. Kann er hinten, vielleicht klappt es ja, kommt er dann hinten rein. Er fährt weiter. Bye bye. Jetzt sag ich dich. Klein Meckernser. Ihr wisst ja, ich brauche ja täglich mal einen Anschiss. Oh, okay. Das wird auch interessant. Eine Haltestelle, eine Ersatzhaltestelle. So, ist da eine Busampel oder ist da keine? Nein, ist keine. Gut, dann müssen wir warten. Ich bin wieder da. Entschuldigung. Ach, ich kann mir den Witz einfach nicht verkneifen. Ich
weiß nicht. Ich hoffe euch, ich versuche mit dem OMSI-Videos auch einen Teil immer meiner guten Laune euch auch zu bringen. Ja? Als so ein verrückter Kerl wie ich. Oha, schaffen wir's, jawohl. Wir dürfen nur Busse fahren, ehrlich jetzt. Wow. So, was steht denn hier? Kaffee, Spitz, nein, Spitz. Alles klar. Alles klar, wenn wir nächstes Mal Kaffeepause machen, drücken wir hier mal einmal die Handbremse rein, ne, und dann, so wie gestern beim Römerberg, Gletscher-Express auf und ab. Sind die extra so kratzig aufgenommen worden, dass die bei den alten Bussen so schallt, oder ist es eher nicht so der Fall? Naja. Bye-bye. So Leute, da sind wir auch gleich an unserer Endhaltestelle angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir 10 Likes drauf machen können. Dann haue ich direkt noch weitere Folgen mit dazu. Weil ich finde, die Karte hat auf jeden Fall Potenzial, dass sie weiterentwickelt wird und täglich auch mal ein Event bekommen würde. Nächste Haltestelle, Gerolstein, Nordstadt, Menzingerdamm. So. Jetzt sind wir ja noch an der Endhaltestelle angekommen. Auch wenn ich da einen Kollegen immer vor mir habe. Der fährt, ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, klar. Egal, ich kann jetzt nicht auf dich warten. Ich fahre jetzt einfach mal dich durch, weil, wie gesagt, ich habe hier noch Fahrgäste. So. Ja. Also. Das war Kuscheln im Bus. Gucken, wie sie da alle aussteigen. Egal. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.